Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 HD Remaster Remake. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal im Herrenhaus unterwegs, haben einiges erkundet. Ihr seht, dieser ganze linke Bereich haben wir beim letzten Mal erkundet. Und genau, jetzt stehen wir hier vor einer geschlossenen Tür, die wir beim letzten Mal schon mit dem Rüstungsschlüssel aufgemacht haben. Und wir schauen mal, was hier ist. Wir haben keine Munition. Wenn jetzt irgendwas Böses drin ist, gehe ich direkt wieder raus. Ganz einfach. Wenn ich denn raus darf. Was ist das denn? Schloss Neuschwanstein? In der Ecke des Bildes steht geschrieben, zur Erinnerung an den Bau des Hauses. Sieht aus wie Schloss Neuschwanstein, aber gut. Ein kostspieliger Flügel. Ah! Erinnert ihr euch an unseren Durchgang mit Jill im Original? Ja, hier hat sie Klavier gespielt. Und dafür brauchen wir Klaviernoten, aber die haben wir gerade nicht. Eine hölzerne Theke aus Eiche. Sie riecht angenehm wie ein guter Wein. Ist hier sonst noch irgendwas? Oder ein hölzerner? Ja, okay. Sonst ist hier gar nichts? Nö, sonst scheint hier nichts zu sein. Okay. Oder gibt es hier hinten? Gibt es hier hinten noch irgendwas? Da kann man irgendwas... Ah, genau, ich erinnere mich. Das kann man verschieben. Diesen Schrank hier. Das war mit einer der ersten Räume, wo wir mit Jill angefangen haben. Kannst du die Dokumente aufnehmen? Ah, verdammt! Wir müssen nochmal zurücklaufen. Ich glaub's nicht. Wir müssen nochmal zurücklaufen. Ah, es ist so dämmelig. Ah, verdammt. Gut, auf jeden Fall müssen wir hier Klavier spielen. Ah, und ich glaube, hier müssen wir das Emblem einsetzen. Ich glaube, da war was, ja. Okay, schauen wir einfach mal. Wir kriegen, glaube ich, das Gold-Emblem. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das war so, ja. Nochmal hin und her. Das war doch beim letzten Mal schon so nervig, ne? Dass wir hier immer wieder hin und her laufen müssen. Wegen Chris seinem Mini-Inventar. Aber gut, ist halt nichts zu ändern. Deswegen habe ich auch die Zombies aus dem Weg geräumt. Weil es wäre sonst richtig stressig, wenn jetzt hier noch die ganzen Zombies rumlaufen würden. Ganz ehrlich. So. Jetzt nochmal hier rein. Nochmal hier in diesen Safe-Raum. Dieses Item-Management mit Chris ist so... Ich weiß auch nicht. So. Aber hey. Legen wir das Zeug ab. Farbbänder können weg. Ja, das hier, das wollten wir jetzt... Das wollten wir ja auch noch machen, ne? Defektes Gewehr. Wir brauchen aber zwei Plätze. Wir brauchen zwei freie Plätze. Ne, einer reicht. Oder? Ne, wir wollten ja das Dings mitnehmen, genau. Das Symbol. Dann holen wir uns das gleich. Das Gewehr. So. Das reicht mir jetzt. So. Alles klar. Wir haben einen Platz frei. Chris, warum hast du dir auch keine Handtasche gekauft? Jetzt mal ehrlich. Finanziell solltest du dir das locker leisten können. Ja, ich weiß, Männer tragen keine Handtaschen. Aber zumindest einen Rucksack oder so. Ich meine, du bist ein, hier Stars, Sieger des Schützenwettbewerbs etc. Krasser Agent hier. Du hast keinen Rucksack dabei, was so. Kein Kommentar. Chris hat halt bei Resident Evil 1 die Arschkarte, ist halt so. So, dann spielen wir mal Klavier. Hier war aber nämlich mit Jill, genau. Der allererste Raum fast mit Jill. Und wir sind hier erst in Folge 6. Auch interessant. Aber okay. Genau, da haben wir jetzt hier unsere Noten. Das Notenblatt. Prüfen. Es trägt den Titel Mondscheinsonate. Genau.
So, genau das gleiche wie original. Ja, ein Teil der Musik fehlt. Nur der Anfang und das Ende der Musik sind übrig. Was? Hä? Okay. Ja, probier einfach. Ich probiere einfach mal, ob wir hier spielen können. Ein kostspieliger Flügel. Wie das geht? Hä? Okay. Da fehlt tatsächlich was, ne? Das ist auch neu. Die Mondscheinsonate. Das ist doch komplett. Interessant. Da brauchen wir doch nicht das Emblem. Ja gut. Dann machen wir jetzt halt die Sache mit der Schrotflinte, weil wir gehen sowieso rüber. Machen das Untergeschoss erst fertig und dann gehen wir nach oben. Ja, hätte ich jetzt gedacht, dass wir da was machen können. Aber das ist es halt, wenn man das Spiel nicht kennt. Beziehungsweise das Remake nicht kennt. Das Original kenne ich ja. Aber auch nicht mehr so gut, weil es schon ein Jahr her ist. Aber, ja, das Remake hat scheinbar sehr, sehr viele neue Facetten. Und so gehen wir zum tausendsten Mal diesen Weg entlang. Ja, ist ein bisschen. Aber gut, egal. So, dann legen wir das Zeug halt ab. Hier unten zu den Story-Items. Der Schwertschlüssel. Ich weiß ja nicht, wofür wir den noch brauchen. Das defekte Gewehr auf jeden Fall mitnehmen. Dann holen wir uns jetzt unsere Shotgun. Gehen wir auf die andere Seite. Noch einmal dieses Gargant lang. Also ich denke, wir kriegen irgendwann ein Kilometergeld, wenn das so weitergeht. Aber gut. Ist ja zum Glück, die Ladesequenzen dauern ja zum Glück nicht so lange, ne? So. Und ja, dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei Resident Evil 1. Auch ein Spiel, was sehr viel Anklang findet, finde ich gut. Also bei Remake. Das Remake. Und ja, freut mich, dass ihr da so zahlreich kommentiert und dabei seid. Ist wirklich sehr spannend. Gut. Dann würde ich mal vorschlagen. Ach genau, dann bewegt sich die Uhr, ne? Wenn wir das Gold-Emblem einsetzen. Genau, dann bewegt sich die Uhr, richtig. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hinten rein. Genau hier, so. Kommt jetzt irgendwas rausgesprungen? Ich befürchte es, ne? Aber dann laufe ich durch. Ich habe keine Munition dafür. Ich mit meiner Null-Muni hier. Ach ja. Ich laufe einfach durch. Wenn hier irgendwas kommen sollte, ich laufe durch. Nein, es kommt nichts, okay. Da bereitet man sich drauf vor, dann kommt nichts. Und wenn man unvorbereitet ist, dann kommt natürlich was. So. Legen wir mal los, ich glaube. Ah, ja, genau. Genau, wir sind schon ziemlich in der Nähe hier von der... Was ist das denn jetzt schon wieder? Nein! Okay, lauf einfach. Lauf einfach durch. Lauf einfach hier rein. Da können wir nämlich gleich die Schrotflinte direkt für die nutzen. So, meine Güte, ey. Genau hier. Hier war das doch richtig. Wir holen uns unser Schrotgewehr. Hab ich jetzt einen Inventarplatz freigelassen? Ach, dann Gott sei Dank, ey. Wenn ich jetzt einen Inventarplatz nicht frei hätte, ne? So, unser Gewehr. Ha, mit 6 Schuss. Und da kannst du bitte das hier da dranhängen. Dann wird diese Falle draußen nicht auslösen. So, schau ich das mal an. Prüfen. Wir haben eine Schrotflinte. Für 12 Kaliber Munition. Eine Waffe mit hoher Reichweite. Da ist eine Shotgun, okay.
Die würde ich direkt ausrüsten. Diese Zombies da, die nerven. Die nerven. So. Ich meine, wir haben ja 18 Schuss. Sollte ja nicht das Problem sein. So, und jetzt seht ihr, hier passiert nichts. Wenn wir die Waffe genommen hätten, würden wir jetzt zerquetscht. Also ohne, dass wir die Replika da aufhängen würden. Dann wären wir hier zerquetscht worden. So, dann komm mal her. Dann gebe ich dir jetzt einen schönen Kopfschuss, ja. Komm mal näher. Ich weiß nicht, wie nah du so... Genau so. Mann. Oh Gott. Oh Gott, das ist aber jetzt... Hallo? Verdammt! Warum hat der Köpfer nicht geklappt? Der braucht noch einen Schuss. Nee. Oder ist da noch einer? Ist das noch einer oder ist das der? Ist noch einer. Krass. Wie viele sind denn hier? Der ist weg. Okay. Noch einer. Oha. Was ist denn hier los? Noch einer. Okay. Die muss ich dann aber verbrennen. Okay. Witzig, ey. Ihr seid lustig. So viele Zombies hier in diesem Gang. Habt ihr sie nicht mehr alle? Aber wir sind ganz in der Nähe von einem Speicherraum. Verdammt, wir haben die Shotgun bekommen, aber von 4 Schuss davon verballert für diese ganzen Zombies, ey. Was stehen da auch immer? 4 Zombies im ersten Teil rum. Im ersten Resident Evil 4 Zombies, ey. Ist ja wohl nicht wahr. Ist ja wohl nicht wahr. Okay. Was? Ist hier jetzt auch... Nee, ist keiner. Okay, danke. Ich hab da nicht... was ist das? Wartet mal. Geh mal nochmal raus. Ich bin doch zu schnell reingegangen hier. Können wir ja auch wieder auffüllen, gut. Was steht da für ein Zettel? Ich habe etwas Munition im Raum rechts gelassen. Ich gehe vor und suche einen Weg hinaus. Wesker. Och, Wesker. Du bist ja richtig nett zu uns, Mensch. Womit haben wir das denn verdient? Nach all den Erlebnissen. Munition, ja, aber was denn für... Oh, schaut euch das mal an. Ey, Wesker. Vielen Dank. Das ist ja richtig nützlich, was du hier getan hast. Richtig nützlich, Mensch. Dass der auch so nett sein kann. Zwei Heilsprays, ich glaub's nicht. So, einmal Dings auffüllen. Oder ist das leer? Es ist nur noch wenig Kerosin übrig. Ja, füll auf. Wie viel haben wir noch? Ein! Okay, einmal Kerosin. Munition. Können wir gebrauchen auf jeden Fall. Das ist gut. Danke, Wesker. Hey. Hätte ich jetzt nicht von dir erwartet, ganz ehrlich. Aber gut. Ist halt der Anfang, ne, von allem. Und kombinieren. Da war Wesker noch nett, ne? Ja, wir wissen ja alle, was passiert ist. So, was... Leg die Shotgun erstmal ab. Und die Muni auch erstmal, weil dann nehmen wir uns die beiden Heilsprays. Also Heilung kriegen wir hier echt en masse. Da kann doch gar nichts mehr schief gehen. Da kann doch jetzt echt nichts mehr schief gehen. Also wenn wir uns nicht richtig blöd anstellen, dann... Nee. Ich meine, schaut euch das an. So, wir haben jetzt 30 Pistolenschuss. Dieser Schwertschlüssel, ne? Der macht mich irgendwie kirre. Ich weiß auch nicht. Sollen wir nochmal abspeichern? Nee, ich speichere am Folgenende ab. Ich meine, schaut euch diese Heilung an. 4, 5, 6 in einem Inventar. 6 Vollheilungen. Ausrüsten, bitte. So. Und dann bitte hier den Dolch. So, danke. Die Granaten würde ich mir aufsparen. Der ist jetzt leer, ne? Kein Kerosin mehr. Okay. Nicht schlimm. Wir haben, glaube ich, noch irgendwo Kerosin rumfliegen.
Genau. Ja, danke, Wesker. Das ist nett von dir gewesen. Der Zugriff ist kaputt. Alles klar. Danke für nix. So, ich möchte trotzdem gerne zuerst auf der anderen Seite weitermachen. Weil dieser eine Raum da hinten. Oder sollen wir... Jetzt haben sie uns ja hier hingelockt, ne? Ja, komm. Ich bezweifle zwar, dass wir hier reinkommen. Oh doch, wir kommen hier rein, okay. Interessant. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ah, und diese Musik. Ach, erinnert ihr euch? Dieser Soundtrack, Freunde. Ja. Erinnert mich so an den ersten Teil. Also als Original. Verschlossen. Brauchen wir einen Schlüssel für? Da können wir rein, okay. Ach, ich liebe diese Musik. Ach ja, alter Schlüssel. Den können wir direkt dahin benutzen. Geile Mucke hier, ey. Diese Fußspuren scheinen mitten durch das Bett zu führen. Was? Bitte was? Mehr Objekte. Oh, was ist das denn? First Aid Kit. Das ist was Neues hier. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Ich liebe diesen Soundtrack. Das war auch im Original war das im Kellerbereich. Da, wo wir, beziehungsweise im Gartenhaus. Bei den Riesenspinnen. Na? So, mach da mal auf, dann hole ich mir gleich dieses First Aid Kit, was auch immer das ist. Ach ja, das ist... Erinnerungen. So. Schublade ist leer, das Regal auch. Aber das hier nicht. Erste-Hilfe-Kasten. Was ist das? Was zur... Ja, Erste-Hilfe-Kasten, aber... Keine besonderen Merkmale. Hä? Wie jetzt? Ah, guck mal. Ah, es enthielt ein Erste-Hilfe-Spray. Ja, dankeschön. Aber noch eine Heilung. Die Schublade ist leer, das Regal auch. Ja, Problem ist... Ja, wir sind wieder voll. Immer dieses Hin- und Her-Gelatsche. Ich will jetzt hier weitermachen, aber wir brauchen sehr wahrscheinlich... Ja, guck mal, da ist nämlich noch Kräuter. Geiler Soundtrack, wirklich. Dass ich den nochmal höre. So, wunderbar. Dann können wir hier wieder runter und die Sachen wieder ablegen. Was ein Hin- und Her-Gelaufe. Ich hoffe, dass wir irgendwann eine Tasche finden. Wenigstens, dass wir wenigstens so viel wie Jill am Anfang haben, wie so viel Platz. So. Dann Heilspray ab. Drei, Alter, schaut euch das an. 3, 4, 5, 6, 7. Und da oben noch eine 8 Vollheilungen. Es ist, ihr seid zu gut zu mir. Das ist einfach so. Ihr seid zu gut zu mir. Wenn man Resident Evil Zero gespielt hat, dann ist das hier definitiv einfacher, was die Heilung angeht. Die sind definitiv zu gut zu einem. Ist einfach so. So, dann kommen wir jetzt wieder mit dieser schönen atmosphärischen Musik hier. So. Dass ich diese Musik nochmal höre. Ach, schön. So, dann. Kombiniere damit. Noch eine Vollheilung. Und dann können wir mal hier rein. Schauen wir uns das mal an. Sehr rustikale Tür hier. Da läuft ein Aquarium. Aha. Da hängt ein weißer Laborkittel. Er riecht noch Medizinschrank. Okay. Ach nein, Aquarium, Libellen. Code Veronica lässt grüßen. Oh. Bienenköder.
Was ist das denn jetzt schon wieder? Eine Sammlung präparierter Insekten. Darunter ist ein Schalter. Lass das erstmal. Was ist... Bienenpräparat? Was zur Hölle? Verschiedene Angelköder. Der Raum ist neu. Der Bild ist voller toter Insekten. Bäh. Eine unverschlossene Aktentasche. Sie ist voller biologischer Berichte. Angelhaken. Was ist das denn hier? Diverse Angelhaken. Das Aquarium riecht, als hätte etwas darin gelebt. Vielleicht wurde irgendein Geschöpf darin aufgezogen. Ah. Interessant. Das ist gerade richtig interessant gemacht. Okay, dann nimm mal diesen Bienenköder. Schalter drücken. Es passiert nichts. Vielleicht hat es mit präparierten Insekten zu tun. Och, und wir brauchen schon wieder einen Itemplatz. Geh raus. Schon wieder zurück. Wieder was ablegen. Ja, ist echt super gerade. Ach, Mann. So. Ich glaube, da müssen wir das mit dem Angelhaken verbinden oder so. Aber richtig interessant, dass da nochmal ein neuer Raum drin ist. Nochmal ablegen, das Zeug. Ist... Wie gesagt, kauf den Rucksack oder so. Muss ja nur ein kleiner sein. So. Damit wenigstens der kleine Schlüssel nicht so viel Platz nimmt wie eine Schrotflinte. So, legen wir den Rüstungsschlüssel noch einmal kurz weg. Fehlende Musik. Das ist geil. So, okay. Dann haben wir jetzt zwei Itemplätze frei. Was geht da draußen gerade ab? Jetzt poltern sie hier schon draußen rum bei mir. Ah ja. Oh, einen Moment. So, da bin ich wieder. ja, Frau war kurz da und wollte kurz was mit mir sprechen, von daher passt das schon. Aber wie gesagt, wir wollten ja jetzt hier weitermachen mit dem Angelzeugs hier. Genau, und da haben wir jetzt hier diesen Bienenköder. Ein bienenförmiger Köder. Er hat keinen Haken. Ich denke mal, dass wir hier irgendwas kombinieren müssen. Wir können ein Bienenpräparat mitnehmen. Verschiedene Angelköder. Okay, und wenn wir dieses Bienenpräparat jetzt hier reintun... Typische Resident Evil Rätsel. Eine Sammlung präparierter Insekten. Und das ist ein Schalter drücken. Ja. Es passiert nichts. Vielleicht hat es das mit präparierten Insekten zu tun. Ja. Okay. Ah, vielleicht müssen wir. Na, lass das mal kombinieren. Kombinieren. Die können sie nicht kombinieren. Hm. Wir haben hier noch einen Angelhaken. Ach! noch ein Dokument, okay. Testament des Forschers. Ah ja. Da ist ein Brief. 3. Juni 1998. Meine liebe Alma, bitte verzeih, dass ich dich nicht anrufen konnte. Ein Mann mit einer Sonnenbrille verbot uns jegliche Telefongespräche. Fisker. Es tut mir leid, Alma. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Oder wie ich in einfachen Worten erklären kann, was seit unserem letzten Gespräch geschehen ist. Ich hoffe, es geht dir gut und du vergibst mir meine Abschweifungen, denn dieser Brief fällt mir nicht leicht. Selbst während ich schreibe, spüre ich, wie grundlegende Konzepte mir unerreichbar werden und in Verzweiflung und Verwirrung versinken. Doch ich muss dir sagen, was ich auf dem Herzen habe, ehe ich ruhen kann. Alma, bitte glaub mir, dass ich dir nur die Wahrheit sage. Oha, ziemlich dramatisch hier. Die ganze Geschichte bräuchte Stunden und die Zeit ist knapp, daher nimm diese Tatsachen hin. Letzten Monat gab es einen Unfall im Labor und der Virus, den wir erforschten, wurde freigesetzt.
Alle meine Kollegen, die infiziert wurden, sind tot oder haben dem Tode nahe und die Art ihrer Krankheit und die oder dem Tod nahe. Und die Art der Krankheit bedeutet, dass die noch Lebenden den Verstand verloren haben. Super. Dieser Virus raubt seinen Opfern ihre Menschlichkeit und zwingt sie, Leben zu suchen und zu zerstören. Okay. Selbst während ich dies schreibe, höre ich sie vor meiner Türe wie geistlose, hungrige Tiere. Ah, die Zombies. Alma, ich habe versucht zu überleben und dich wiederzusehen, aber ich habe das Unausweichliche nur hinauszögern können. Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das, was nun folgt. Der einzige Ausweg besteht darin, mein Leben zu beenden, ehe ich das verliere, was mich noch von diesen Bestien unterscheidet. Meine Liebe für dich. Oh, dramatisch. In einer Stunde beginnt mein ewiger Schlaf in Frieden. Bitte verzeih mir, es tut mir so leid. Martin Crackhorn. Den kennen wir doch, Martin Crackhorn. Eine unverschlossene Aktentasche. Martin Crackhorn, den kennen wir doch. So, diverse Angelhaken. Okay, so. Auf jeden Fall eine interessante Geschichte, ne? Das kann man doch bestimmt kombinieren damit. Genau, Bienenköder. Und der Bienenköder... Kann der nicht jetzt hier mit rein? Verwenden. Es passiert nichts, hä? Vielleicht hat das jetzt auch mit präparierten Insekten zu tun. Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Prüfen. Ein bienenförmiger Köder mit einem Haken. Dass man das vielleicht hier nutzen muss, in diesem Aquarium? Ich bin gerade verwirrt. Hä? Was hat das damit auf sich? Verdammt nochmal. Irgendein Rätsel auf jeden Fall. Ja, das wissen wir schon. Diverse Angelhaken. Hä? Was zur Hölle? Ah, vielleicht müsste es hier rein. Ah, okay. Und jetzt hier das andere Ding. Das brauchen sie... Was? Jetzt doch, okay. Eine Sammlung präparierter Insekten. Und jetzt ein Schalter. Jetzt passiert was, meine Güte. Ach, und guckt mal. Guckt mal, wo jetzt das Wind war. Was? Alter Falter. Nimm das Wappen. Oh Gott, das Windwappen. Und schnell hier raus. Igitt, Bienen. Ich hasse ja Bienen, ne? Wie richtig widerlich, die Viecher. Hat das uns Schaden gemacht? Nein, okay. Ah, wir haben das Windwappen, Freunde. Das war im Original ganz woanders. Es weist ein Windsymbol auf, ja. Das ist für hier in der Karte oben... Da, ihr seht ja oben diesen viereckigen Raum, ne, da wo es rausgeht. Genau, dafür ist dieses Windwappen da. Ja, wir haben noch so ein paar Räume, wo man noch was machen kann, ne? Aber gut, Freunde, die Folge ist leider schon wieder voll. Ein Glück, dass wir das hier geschafft haben. Noch mit so ein bisschen logischen Verstand hier. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier noch was begegnen oder ob wir... heil durchkommen. Ich glaube, wir kommen heile durch, ja. Sehr cool, Freunde. Gut. Dann haben wir jetzt schon das Windwappen. Sehr gut. Eins von den vier Wappen, die wir brauchen. Um das Herrenhaus irgendwann zu verlassen. Oh je. Das kann was werden, Freunde. Gut. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen beim nächsten Mal weiter auf Erkundungstour. Treibstoffkanister. Ja, ich müsste den eigentlich noch verbrennen, den einen Zombie da oben, aber... Schrotgewehr. Chris hat so wenig Platz, das ist... zum Kotzen. Aber gut. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, speichere ich das nochmal ab. Sehr gut.
Und dann würde ich euch einfach mal vorschlagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hätte, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen in dieser doch relativ ruhigen Folge. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.